Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Agrarian Skies 2. Hallo Jessi. Hallo Mitch. Ja, wie ihr seht, wir haben eine neue Basis uns aufgebaut quasi auf der Plattform und wir haben hier gewaltig was verändert. Ja, Jessi. Du wolltest auch ein bisschen was erzählen dazu. Ja, und zwar, wir haben einmal die Mitte komplett ausgetauscht, wir haben die ganzen Slabs weggenommen und sie durch Stonebricks ersetzt. Und wir haben hier noch angeglichen, sodass das hier überall so schön gleichmäßig, quadratisch praktisch gut ist. Also schöne große Fläche. Hier ist unsere momentane Crafting Area mit dem Tinker's Table auch noch dabei. Hier ist unsere Farm, die habe ich auch ein bisschen umstrukturiert. Habe noch zwei Felder mehr angesetzt. Ja, und hier sind halt noch zwei komplett leere Bereiche. Aber wir haben ja noch was vor, Mitch. Und das eine Projekt wird, denke ich mal, hier hinkommen. Mhm. Na? Genau. Und zwar die erste Schmelze. Ja, wir sind soweit. Wir können endlich die Tinker Toys Questreihe öffnen. Und da ist es unsere erste Aufgabe, ein Smelting. Also, wir dürfen endlich schmelzen. Ja. Und dafür hat Jessi schon mal ein bisschen was vorbereitet. Sie hat nämlich ganz viel Steine abgebaut und durchgesiebt. Und seht euch das an, was wir hier alles an Ressourcen rausbekommen haben. Ist das nicht genial? Mhm. Ist der Hammer. Also Diamanten, Emeralds und. Ja. Und durch Zufall haben wir auch noch eine Quest gekriegt. Kannst du auch noch mal zeigen. Ja. Die haben wir nämlich noch nicht abgeholt, damit ihr die auch seht. Learning to Skyblock? Ja. Da ist sie, die Lilane. Ah, hier. Mycelium. Ja. Was haben wir denn hier? Ach ja, wir Sand. Haben die Spores gefunden. Die Sand gesiebt. Ancient Spores. Und dann kamen diese Spores raus. Wir kriegen als Belohnung nochmal die gleichen Spores. Juhu. Ja, wieder eine Quest abgearbeitet. Ich schmeiße hier mal rein. Da sehen wir, Schick. Da ist die eine und die zweite ist dazugekommen. Genau. So, und bevor wir jetzt weitermachen, wir wollen ja jetzt die Smeltery-Teile bauen. Wie gesagt, ich gehe mal kurz rein in die Quest. Zurück. Tinker Toys, Open. Genau. Wir brauchen einen Sealed Tank, Smeltery Controller, Smeltery Drain und Sealed Bricks. Die können wir so herstellen. Wir haben hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier im Inventar schon mal ordentlich Sand, Gravel und Clay. Ich habe ja jetzt in der Zwischenzeit mit Jessi zusammen ordentlich Steine abgebaut, die dann eben mit dem Hammer bearbeitet. Das haben wir euch ja schon mal gezeigt vorher. Und wenn wir das Ganze denn hier reinlegen, ich meine, das Rezept war jetzt so aufgeteilt. Nein, Sand zu viel. Moment, aha, der Sand hier ist zu viel, ne? Ja. So, zack, zack, zack. Und jetzt hier nochmal den. Und dann kriegen wir daraus Grout. Und Grout, wenn man das brennt, quasi im Ofen, ja, da fehlt noch Holz, das macht nichts. Ich schmeiße hier nochmal ein halbes Stack rein. Wenn man das Ganze brennt, dann, achso, hier noch das Stack, dann kriegt man Sealed Brick raus und die kann man in Sealed Bricks verarbeiten. Ja. Okay, und dann können wir unsere Schmelze bauen. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen und wir haben uns überlegt, in der Zwischenzeit wollen wir auch ein bisschen tätig sein, ne? Ja. Ja, nicht nur voll rumsitzen. Auf jeden Fall. Und wir fangen jetzt mal an und bauen eine Spawn Area. So, wir reißen jetzt mal den Teil hier raus. Und ich wage mich mal hier rüber. Oh, oh. Schön Shift gedrückt halten. Und werde mich jetzt mal ungefähr 30 Felder... Du hast die Fackeln diesmal selber. ...rausarbeiten. Ja, ich habe die Fackeln in der Hand, um das Ganze auch auszuleuchten. Also wir müssen... ihr seht ja oben rechts die kleine Minimap. Und wir müssen uns bis 960 ungefähr mit Holz hinarbeiten. Weil die Mobs nur in einem gewissen Abstand zum Spieler spawnen. So, wir haben das Ganze schon mal testweise vorher gebaut, auch ohne euch das zu zeigen, aber einfach nur mal zum Gucken. Jetzt sind wir auf 960, also die Z-Koordinate unter der Map unten rechts, die müssen wir erreichen, um zu schauen, ob das Ganze auch funktioniert. Und dann werden wir jetzt hier eine Plattform hochziehen und das zeigen wir euch dann gleich nach dem Cut. So, da sind wir wieder. Wir haben jetzt hier mal eine schöne Spawning Area gebaut. Wir hoffen natürlich, dass dann da auch schön Creeps spawnen. Um uns zu schützen, brauchen wir Waffen. Und ich sag mal, das klassische Schwert können wir uns hier zwar craften, aber es bringt nichts. Die Macher dieser Map haben dafür gesorgt, dass die normalen Schwerter nicht funktionieren. So wie auch das normale
die normale Pickaxe, die normale Axt auch nicht funktionieren. Dafür müssen wir halt den Tinkers Mod benutzen. Was ja auch in Ordnung ist. Aber wir wollen ja nicht mehr mit, ich sag mal, mit diesen Flint-Sachen arbeiten. Wir wollen schon etwas Besseres haben. Zum Beispiel nehmen wir uns jetzt mal ein bisschen, hier, was haben wir hier, Zinn und wo haben wir denn Zinn? Wenn wir das suchen, ist übrigens, kann man hier unten einen Doppelklick machen auf die Suchleiste. Da haben wir Zinn. Den nehmen wir nochmal. Und Kupfer. Und das als Legierung ergibt, na, Bronze. Genau. Hast du schon hier Bricks rausgenommen? Ja, ich habe schon mal ein paar von den Bricks rausgenommen. Ich dachte, ich klaue mir schon mal ein paar. So sieht das dann aus, wenn aus dem Grout die Bricks werden. Ich werde jetzt nochmal hier ein Seared Bricks draus herstellen, aus dem Seared Brick. Ist auch richtig dargestellt. Und ja, dann bekommen wir so ein Smeltery Creator Book. Juhu. Mighty Smelting. Nee, wir kriegen ein Achievement Smeltery Creator. Und das Buch heißt Mighty Smelting. So. Und hier kann man halt sehen, wie funktioniert das mit denen, wie werden die gecastet, wie werden die gebaut, was braucht man da an Rohstoffen, sieht man hier jetzt diese Grundform, das wird Jessie auch gleich einmal hochziehen. Und ihr seht, die Texturen, oder ihr werdet das vielleicht gleich sehen, die Texturen sehen hier ein bisschen anders aus, denn wir benutzen ja unser eigenes Texture Pack und haben die Texturen hierfür überarbeitet, weil wir sie schöner finden, unsere eigenen. Ja, und hier ist halt auch das Rezept drin für Bronze, 3 Kupfer und 1 Zinn. Genau. Ja, und hier sind auch nochmal ein paar Details, wie baut man die verschiedenen Dinge, findet ihr aber sonst halt über NAI auch. Magst du nochmal ein bisschen Holz nachlegen? Moment, ich droppe mal eben hier meine Bricks. Jo. Brick, ja, die mehreren Bricks. Wo soll ich Holz nachlegen? Achso, zum Ben, oder? Ja, weil das Problem ist, du brauchst pro Brick ein Holz. Okay, ja, dann legen wir doch mal was nach hier. Hab ich so. Haben wir auf jeden Fall... Ah, das kommt jetzt nicht hin. Moment, das teilen wir nochmal so auf. Das reicht auf jeden Fall aus. Hä? Moment, hast du jetzt nachgelegt? Ja. Gut, dann haben wir jetzt beide nachgelegt. Nein, ich habe nicht nachgelegt. Hier ist übrigens noch ein Seared Brick. Wo bist du? Da. Ja. Den brauchst du gleich fürs Bauen. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um eine ganz witzige Sache. Vielleicht habt ihr das ja schon mit im Hintergrund mitbekommen, dass da immer so ein Zwitschern, so ein Zischen ist. Ja, hier war es gerade. Und zwar, als wir hier die Plattform abgebaut haben, das habt ihr ja nicht gesehen, weil wir das Offscreen gemacht haben, sind in manchen Steinen Silberfische gespawnt. So, und ich vermute, dass wir hier unter noch eine Fläche haben, die wir, die voll ist mit Silberfischen. Ja, Volltreffer. Und da ist noch eine Kiste. Jessie, da ist noch eine Kiste. Wow, eine Kiste, cool. Ja, das kam jetzt ganz schön realistisch rüber, dass du dich gefreut hast. Sehr gestellt. Sehr schlecht, das müssen wir doch mal üben. Nächstes Mal ist überraschter. Ja, wir hatten schon mal runtergeguckt, aber naja, was soll's. Also ich werde mich jetzt mal hier runter in den Kampf bewegen und hoffe, dass ich das Ganze überlebe. Und sicherheitshalber werde ich mal kurz was droppen. Ich schmeiß einfach mal. Moment, haben wir hier irgendwie eine Kiste? Ja. Ich lege mal ganz kurz meinen ganzen Kram hier rein, bevor das nämlich schief geht. Könnte dir ja helfen, aber... Nein, das mache ich alleine. Okay. Ein richtiger Mann geht auf die Jagd. Du männlicher Mann. Hier sieht man auch Chisel Stone Brick Monster Egg. Also direkt, wenn ich das abhaue, kommt einer raus. Ja, super. Machen wir mal. Ich trau mich nicht. Ja, wie ihr seht. Ah, die Fieslinge hier, ey. Auf meiner Kiste. Deiner Kiste? Ja. Oder was ist das denn hier? Aber was das Coole ist, hier ist unter nicht das Nichts, sondern tatsächlich noch eine Umrandung. Das heißt, wir können hier ganz gemütlich killen von oben. Oben? Ja. Du willst keine Hilfe, ne? Noch, komm schnell her, komm schnell her. Ich brauche Hilfe. Nein! Schaff ich es? Oh Gott, nein! Da war noch einer. Oh, Leute, ein halbes Herz. Boah, Mann. Hast du was zu essen? Genau. Gib mir was zu essen. Nein, ich hab nichts zu essen. Warte. Aber erst mal gucken, was ist in der Kiste? Ein Apfel! Yes, ein Apfel. Dann lass ihn mal gleich. Oh mein Gott, ey. Boah, war das knapp. Mann, der Apfel bringt dir mal so gar nichts. Gut, dass Jessie kam. Was haben wir noch? Bone Meal, Dirt. Ja, Dirt ist immer gut.
Und ja, cool. Dann kannst du das hier mal ein bisschen mit Holz auskleiden. Ja, ich komm, das ist auch eine gute Idee. Geh einmal runter von der Kiste, bitte. Nee, ich kann nicht abbauen. Ich habe Mining Fatigue drauf. Deshalb seht ihr auch, ich scroll irgendwie noch dichter ran. Ich sehe schon fast gar nichts mehr, weil ich so einen Hunger habe. Du bist zum Verrecken. Ja, du musst auch ein bisschen aus dem Weg gehen, sonst... Ja, mach ich doch gerade. Alles gut, bin dabei. So, ich hau mal kurz hier ab. Hey, ich muss ja auch wieder raus. Ja, ich kann... Ich hole dich gleich raus. Gib mir doch Leute, ich kämpfe mich bis zum letzten Winter. Ich verhungere sonst gleich. Moment, was ist in der Pfanne? Toast. Oh, Toast, ja. Boah, Mann, ey. Also der Kampf hat mir ganz schön viel an Essen aufgebraucht und boah, halbes Herz, ey. So. Nee, ein ganzes Herz, toll. Oh, ich sterbe nicht mehr, ich sterbe nicht mehr. So, jetzt kann ich dir auch helfen. Doch, bei dir oben steht noch dein. Ja. Jetzt steht erst injured. So. Kannst du hier nicht hochkommen. So, dann machen wir das Ganze jetzt mal hier ordentlich dicht. So, dann, ja, setz dir doch einen Stein, damit so. Du stehst genau im Weg. Wie das so im echten Leben ist, ne? So, nimm einfach einen Stein weg. Wollte ich gerade. Aber weißt du, so, runterzufallen, weil wir hier noch ein Cover. Direkt nochmal irgendwie raus aus der ganzen Sache. Na, jetzt habe ich mich noch verbaut hier. Oh. So. Aber das war doch nochmal eine gute Abwechslung hier. Machen wir mal dicht. So. Jetzt hört das Zischen auch auf, weil das haben wir schon offscreen immer gemerkt und haben uns mal gefragt, Mensch, wo sind hier Creeps gespawnt? Und die Creeps-Fläche ist dann ja auch damit beendet, sonst wären da ja auch noch andere gespawnt. Oh, guck mal, Leute, wir haben Besuch bekommen. Hey. Es hat funktioniert, unsere Fläche ist super, aber da gehe ich jetzt nicht rein, weil ihr habt ja gesehen, wie ich schon eben Probleme mit den Silberfischen hatte. Ach, wir dürfen hier jetzt verrecken, jetzt wird sehr hell. So, was haben wir bekommen? Silber Nuggets, Emerald Fragment, sehr cool. Dann nochmal hier das Ganze einsortieren. So, einmal aufräumen hier oben. Kann man übrigens die ganze Kiste aufräumen lassen. So. Das ist mit dem Mod Inventory Tweaks möglich. Wie sieht das denn aus? Seared Bricks, ja. Was hat die Jessie hier drüben fabriziert? Sie reißt erstmal. Ich mache erstmal ein Loch im Boden. Bitte nicht reinfallen. Nee, nee. Ich schaue gespannt zu, was du hier... gerade machst. Ja, ich setze den Boden für die Smelterie, weil es ist ja nun mal heiß in so einer Smelterie und Holz bringt da nicht so viel. Das würde nämlich ziemlich schnell abfackeln. So. Nein, das war ein Fehler. So. Ach so, ja. Da setzt du dann wahrscheinlich den Tank hin. Genau. So. Und ich habe doch, ach nee, ich habe ja mein Inventar leergeräumt, so war das ja. Ich räume mal kurz meine Dinge wieder zurück, verdammt, die mir fehlen. So, war jetzt ein bisschen durcheinander. So. Kurz einmal aufräumen. So, Mensch, das war jetzt ja intelligent. So, so wollte ich das jetzt einmal hier einsortieren. Das dahin, das dahin. Und wir brauchen den Fired Clay Bucket, denn die Schmelze braucht Lava. So. Ja, Lava. Und Jessie hat hier ein bisschen Lava geschmolzen. Vier, ja, fast fünf Buckets voll. 4700 Millibuckets. Da vorne füllen wir jetzt das Ganze ein. Haha, und die Schmelze hat Feuer. Man sieht schon hier so eine kleine Animation. Hier, also 1000 Millibuckets, hatte ich ja schon gesagt, ist ja, so ein Eimer. Der Eimer hat sich verbraucht, das wisst ihr ja. Das ist ja dann nicht an diesem Clay Bucket. Dann werden wir uns daher natürlich auch Eiseneimer bauen. So, um uns jetzt Werkzeuge herzustellen, brauchen wir Aluminium Brass. Das Aluminium Brass ist sozusagen, ja, ich sag mal, für die Form, in die wir nachher uns das Ganze schmelzen wollen, brauchen wir das denn. Magst du mir die Bricks noch geben? Ja, klar. Einen brauche ich selber, beziehungsweise einen Brick brauchen wir nachher noch, um diese Brickform aus Aluminium Brass herzustellen. Das heißt, vielleicht behältst du einen über. Um jetzt uns ein Schwert zu craften, gehen wir hier in die Tool Station. Es gibt hier verschiedene Schwerter, so ein Langschwert quasi, sag ich mal, Rapier. Ich weiß jetzt nicht, was es auf Deutsch genau bedeutet. Ich kann es jetzt auch nicht übersetzen, ich kenne mich nicht mit Schwertern aus. Gut, Longschwert ist, ja, in dem Fall Langschwert und Broadsword. So, die unterscheiden sich halt auch in den Fähigkeiten, im Schaden. Hier sehen wir jetzt Damage moderat. Hier auch moderat, dafür die Durability auch moderat. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal ein Breitschwert. Das hat eine hohe
Durability, einen moderaten Schaden und hat eine Special Ability gegen Blöcke. Ja, Moment, ist das Defensive? Achso, ist eine defensive Waffe, ja, zur Verteidigung. Aber wir nehmen es auch für den Angriff. Wir brauchen jetzt hier drei Teile für. Und zwar das Sword Blade, der White Guard und die Händel. Und jetzt gehen wir wieder hier rein und holen uns, was haben wir hier? Die... What? Das Rod brauchen wir. Ne, Moment. Das war doch Rod, ne? Yeah. Nee, Handle, White Guard. Ja. Two Rod ist auch die... Ja, die Handle. Ja, das ist Sword so. Blade und White Guard. So. Sword Blade, das ist dann... Yeah. Ne, das ist Knife. Das ist das Large. Also wird es das sein. Sword Blade. Jo. Und die Handle müsste die hier sein. White Guard. White Guard. Ja, also White Guard, Mensch. Ich vertausche das hier alles. So, dann machen wir das Ganze erstmal einmal aus Stein. Da ist die Hände. Und dann entsteht manchmal halt noch so ein Rest, wie hier. Stone Shard, den kann man verwenden. Aber für den Toolrod. Aber für den Toolrod reicht die? Okay. Ja. Ach, siehste, da kriegt man noch einen halben raus. Oder einen ganzen Toolrod aus einem halben Stein. Und hier braucht man einen ganzen. So, jetzt hätten wir natürlich diese Tool Teile aus Stein. Hier steht auch can only be used to make cast, also cannot be used to make a tool. Also wir müssen das Ganze jetzt hier weiterverwenden. Und dafür habe ich jetzt das Brass eben eingeschmolzen. Jetzt packen wir nämlich hier einmal das Stonesword Blade rein. Es ist auch hier schon geschmolzen, man sieht, da sind zwei Ingots rausgekommen. Jetzt haben wir dann einmal das Casting Sword Blade, also einmal da die Form. Und jetzt haben wir auch die Form für die Tool Rod. Und jetzt als letztes noch den White Guard. Ich hoffe, das reicht auch. Das reicht nicht. Okay, gut. Aber dann wollen wir jetzt mal gucken. Wir haben ja unser schlaues Buch, wie wir dieses Aluminium Brass herstellen. Wir haben die zwei ja... Ne, da kann man sich schon mal denken, da gehört Aluminium rein. Stopp, da war's. Aluminium wird gemacht aus 3 Aluminium und 1 Kupfer. Kupfer habe ich noch im Inventar. Dann gucke ich jetzt noch mal. Aluminium, da haben wir es doch. Dann nehmen wir das mal mit. So, wieder ausklicken hier. Die werden hier kombiniert. Dann kriegen wir diese Gravel Ores raus und die können wir dann in die Schmelze schmeißen. Und Kupfer brauchen wir noch. Jo. Du kannst ja auch noch kleiner hacken, ne? Ja, man kann die jetzt, sag ich mal, noch mit dem Hammer bearbeiten und hoffen, dass man dann noch mehr rauskriegt. Also Alu sind schon 8 drin. Hattest du schon? Ich habe schon was reingepackt, ja. Ah, super. Und dazu nochmal Kupfer. Wir brauchen sogar noch ein bisschen mehr Kupfer. Aber das Problem ist, jetzt hat Jessie so viel Alu reingeschmissen, dass sich das jedes Mal zerbinden wird. Weil wir müssen ja auch, wir brauchen ja auch Kupfer für Bronze. Ja. Ja, und jetzt müssen wir natürlich, haben wir vielleicht ein Problem gleich, weil wir dann uns... Dann nimm noch einen Kupfer erstmal raus. Nein, das Problem, pass auf, es funktioniert so, dann kann ich es auch gleich mal erklären. Alle Dinge, die wir hier in die Schmelze packen, werden in einen Tank gelagert. Man kann sich hier oben auch mal ansehen. Da drin werden tatsächlich, da sieht man auch das flüssige Aluminium und da noch der Teil, der geschmolzen werden muss. So, wenn zwei Dinge zusammenpassen, wie jetzt zum Beispiel das Aluminium und den Kupfer, dann entsteht eine Legierung. Das ist Aluminium Brass. Ah, okay, ich nehme es nochmal zurück. Es hat auf jeden Fall gereicht. Wir haben hier noch, Moment, Molten Kupfer. Moment, dann schmeißen wir doch noch mal ein Aluminium rein. Das wäre jetzt so gewesen, wenn wir jetzt zum Beispiel eine andere Legierung herstellen würden. Kann das sein, dass er dann erst, ne, nicht die wir wollen, sondern das, was eben gerade da drin ist, was zusammenpasst. Und darauf wollte ich halt hinaus. Aber das ist ja jetzt kein Problem. Aber wieso machst du jetzt noch mehr? Weil wir ja noch Bronze herstellen möchten. Damit ich die Waffe... Ja, aber du schmelzt gleich gerade Alu ein. Ja, aber pass auf. Es ist ja hier noch ein Rest über. Ja, den kannst du doch für deine Legierung benutzen, für die andere. Ja, das kann ich auch machen. Ich habe ja einen Gedanken dahinter. Ja, gut, okay. Es ist ja nicht so, dass ich hier das so... Ja. Pass auf, ich wollte das ausgleichen, weil hier noch ein über war. Dadurch wollte ich noch mehr Bronze. Ja, ich denke mir ja auch ein bisschen was. Ja, ist gut. Ne? Das ist ja auch...
schon so, dass ich jetzt Kupfer, Kupfer. So, jetzt bin ich ganz durcheinander jetzt aus meinem Konzert gekommen. Entschuldigung. Was ist das hier? Aluminium. Das ist auch nochmal Aluminium. So, Zinn. Wo haben wir denn noch? Zinn. Na? Du kannst mir einfach mal vertrauen. Ich erkläre es auch gerne. Vielleicht ist das dann ja auch für den Zuschauer vielleicht auch nicht so ersichtlich. Ne? Ich meine, das ist ja auch in Ordnung, wenn du mich fragst, trotz währenddessen. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Jetzt regnet es mal wieder. Ist selten gewesen. Ja. So, jetzt haben wir ganz viel Brass, Kupfer. Und wenn das jetzt gleich alles geschmolzen ist, dann müssten wir auch Bronze haben. So. Und wir machen uns das jetzt hier nochmal aus Brass, weil das fehlte uns ja noch. Ich habe auch noch was für dich. Tada. Sehr cool, das machen wir auch nochmal. Dann haben wir nämlich eine Form. Jetzt hat er es getauscht. So, dann haben wir nämlich eine Form, da können wir uns Iron Ingots casten, was auch sehr cool ist. So, ich muss mal ein bisschen mein ganzes Inventar aufräumen. Das ist ja wieder vollgeknallt, aber ihr kennt das ja selbst aus Minecraft. So, damit wir jetzt Bronze verwenden können, klicken wir darauf, dann landet das unten. Und dann können wir uns einzelne Bronzeteile machen. Ja. Ah, du hast ja schon mal eine Kiste angelegt. Und jetzt haben wir nämlich ein Bronze-Whiteguard. Jetzt brauchen wir noch einen. Ja, können wir tauschen. Das auch nochmal aus Bronze. Ja, einmal einsammeln. Und noch den Two-Rod aus Bronze. Zack. Und wenn wir das Ganze kombinieren, das zeige ich jetzt mal. Ich schmeiße mal kurz hier eben diese ganzen Dinge hier rein. So, aus Bronze, Bronze, Bronze. Jetzt gehen wir hier rüber. Und jetzt hier an der Toolstation können wir uns jetzt unser Schwert zusammenbauen. Zack, da haben wir unser erstes Clumsy Skill Level Bronze Schwert. Haha, yes. Durability von 306. Und was jetzt die effektive Durability ist, ist eine gute Frage. Das weiß ich so jetzt nicht aus dem Kopf. Aber wir haben eine Waffe. Und wir werden sie benutzen. Ja. Ich würde sonst vorschlagen, die Jessie wird sich jetzt auch nochmal ein Schwert craften. Und dann werden wir uns gleich zum Abschluss dieser Folge uns nochmal mit ein paar Mobs beschäftigen. Du hast schon ein Schwert? Sehr cool. Tada. Dann brauche ich ja gar nicht cutten. Dann gehen wir direkt in den Kampf. Und ein kleiner Tipp, legt euer Zeug einmal vorher ab, falls ihr stirbt, damit das nicht weg. Einmal loswerden, gerade auch so die schönen Pickaxe und sowas. Nehmen wir einfach was zu essen mit. Ja. Oh, ich sehe gerade, das Essen geht auch ein bisschen zur Neige. Wir werden vielleicht uns demnächst dann nochmal um das bisschen bessere Essen kümmern, dass wir da auch in der Richtung mal was machen. Aber jetzt wollen wir erstmal kämpfen. Los! Ja. Yeah. Wo seid ihr Mobs? Moment. Hä? Hallo? Gestorben, weil es hell war. Ach ja. Gefehlt. Och mal, ich habe mich so jetzt auf den Kampf gefreut. Ja, die müsste aber gleich Na gut, kommen. Aber... Ah, da ist er, da ist er. Komm mit, Jessie. Wir machen zu zweit einen Zombie-Plot. Wie mutig wir doch sind. Ich habe keine Rüstung mehr, weil das ist mit den Silber-Zwischenrücken. Und rein damit. Yes, wir haben unseren ersten Mob getötet. Wir können ja nochmal kurz hier warten, ob hier direkt noch was spawnt. Machen wir ruhig die Tür zu. Na toll. Eine Tür hält ein Zombie natürlich auf. Total. Aber wer weiß, vielleicht passiert hier noch was. Aber hast du nicht gesagt, die spawnen nicht, wenn wir da sind? Stimmt, da war ja noch was. Oh Mann, ich halte mich nicht an meine eigenen Regeln. Tür zu, na komm. So, Tür zu, los. Wir können es ja erstmal aufbewahren. Vielleicht brauchen wir das noch später. So. Aber ansonsten würde ich sagen, das war ja schon mal sehr erfolgreich. Wir haben ja in dieser Folge einiges geschafft. Wir haben eine neue Plattform gebaut. Siehst du da hinten, ja, spawnt direkt ein Enderman. Jessie rennt gleich mal hin. Attacke. Wir haben eine Smeltery hochgezogen. Wir haben einen wagemutigen Kampf. Oh! Einen wagemutigen Kampf geführt gegen Silberfische. Und... Gegen Zombies? Nö. Ach so, ja. Zombies, genau. Habe ich eine? Nein, er hat keinen Enderpearl gedroppt. Und ja, in der nächsten Folge... Ich habe zwei Gehirne, guck mal, ich habe Gehirne. Lecker. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann, wie gesagt, vielleicht auch mal ein bisschen um die
Nahrungsmittelzufuhr kümmern, ne, so ein bisschen diese Grundbedürfnisse ja, weiter erfüllen und auch uns weiter durch das Quizbook arbeiten. Also bis dahin wünsche ich euch dann noch ein schönes Restwochenende. Bis dann. Bis dann. Tschüss.